Moin Moin Freunde und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute stelle ich euch zum Hogwarts Set den Krankenflügel vor. Als erstes, ja, ihr seht schon recht, das Schloss steht noch im Hintergrund. Das heißt, ich werde es ja auch ungefähr dazwischen muscheln, bestimmt. Aber das machen wir zum Schluss. Und ja, auf dem Karton gibt es nichts Besonderes zu sehen. Das ist die Außenseite quasi. Dann haben wir hier vier Figuren drin. Madame Pomfrey, die Krankenschwester. Und halt unser goldenes Trio. Harry, Hermine und Ron. Oben nichts Besonderes. Nur unsere vier Figuren. Die eine Seite hat dann soweit nichts. Dass die Dinger so hoch sind. Hier ist auch nichts, außer das Set nochmal zu sehen. Unten wollte ich gar nicht zeigen, ist gar nichts. Dann haben wir hier ein bisschen unsere paar Möglichkeiten, ein paar Spielvorschläge und wichtige Funktionen mit den Uhrzeigern. Und was für mich relativ wichtig war, die zwei Zauberkarten. So, stellen wir das erstmal wieder vor Schloss, verdecken es. So, dann fangen wir doch gleich mal mit den Zauberkarten an. Als erstes haben wir hier Bertie Bott, habe ich gerade mal nachgeguckt. Das ist der Erfinder von Bertie Botts Bohnen in allen Geschmacksrichtungen. Den haben wir leider schon doppelt. Einmal, ja, einmal. Und dann haben wir die Hausgründerin Helga Hufflepuff. Die, ja, sagt ja schon der Name, Hufflepuff. Die beiden habe ich neu. Damit sind ist meine Sammlung auf 11 gestiegen von 16. So viele fehlen schon nicht mehr. Dann gibt es hier keine goldene Figur mehr. Dann fangen wir doch einfach mal mit Harry an. Harry hat kurze, bewegliche Beine. Ich würde ja schon fast sagen, die unbeweglichen sind Kinder, so bis ja, 14 ungefähr, 13, 14. Eine Noppe hier, die kurzen Gelenkbeine, sind dann zu jugendlichen Alter, 14 bis erwachsen. Und dann halt die mit zwei Noppen. Moment, wir haben noch eine. Ja. Die meine ich. Mit zwei Noppen. Sind Erwachsene. Kann man fast da schon so sagen. Glaube ich. Hoffe ich, denke ich. Naja. Normale hellblaue Beine. Dann einen besudelten Oberkörper. Bedruckter Kopf vorne. Böser Kopf gedruckt da hinten. Und nicht zu vergessen, seine Friese. Dann haben wir Hermine. Einmal mit ihrem Zeitumkehrer. Dann Verband an der Hand. Auch ein besudeltes Oberteil vorne und hinten. Dann auch wieder kurze Beine. Und ein wütendes Gesicht. Und ein nettes Gesicht. Das war Hermine. Dann kommen wir jetzt zu Ron. Der hat einen Gips am Bein. Dann ein Gehstock. Besudeltes Oberteil und kaputtes Oberteil so ein bisschen. Vorne und hinten. Und ja, erleichtertes Gesicht oder so ein Gesicht. Und einmal so ein wütendes, grimmiges. Finde ich ganz witzig mit den zwei verschiedenen Beinchen. Dann
haben wir noch Madame Pomfrey, die Krankenschwester von Hogwarts. Die hat auch so ein Gesicht und ein nettes. Was ich cool finde, ist die Haube von ihr mit den Haaren an der Seite und den bedruckten Körperteilen. Finde ich ganz cool gemacht, vor allem mit der Brosche hier und dem Gürtel. Finde ich ganz nett. Dann hat sie auch noch dabei ein Klemmbrett für die Krankenakte, weil das ist die Krankenakte. Und wir haben wieder mal Zauberstäbe dabei. Wie immer habe ich sie noch nie auseinandergeruppt. Macht ja keinen Sinn. Ich lasse sie gerne zusammen erstmal. Dann eine kleine Laterne. Dann haben wir hier den Knochenwachstrank, den Harry im zweiten Teil braucht, als Gilderoy Lockhart seine Knochen aus dem Arm verschwinden lässt. Was ich cool finde, ist, dass das hier ein richtiger kleiner Schädel ist. Also Kopf. Finde ich ganz cool. Dann einen kleinen Beistelltisch mit Schokolade und diversen Fläschchen und Tinkturen und was nicht alles. So, also im Krankenflügel rumsteht. Dann eine Truhe mit einer Eule oben drauf. Was ich cool finde, ist der Truhendeckel. Da hat zwei Noppen oben drauf, dass man da halt die Eule oder einen Zettel oder sowas drauf noppen kann. Finde ich ganz cool, sonst gibt es ja immer nur die runden, kannte ich vorher. Fand ich cool. Und zu guter Letzt, was hier so noch rumsteht, ein Sichtschutz, der halt oben und unten aufgeklebt ist. Beim Dings brauchte ich ja nicht sagen, dass das aufgeklebt ist, das sieht man ja. So, dann räume ich das einfach mal frech zur Seite. Einfach mal weg. Und dann kommen wir mal zum Krankenflügel an sich selber. Zu den beiden Teilen brauche ich nicht viel sagen, das ist halt nur das, wenn ihr so von außen guckt. Ne? Nichts Besonderes. Zu dem mittleren Teil sage ich was, das nehme ich auch raus. Zack. Und zwar haben wir hier hinten Mechanik und von vorne haben wir halt die Uhr und noch eine kleine Uhr daneben. Um die Uhr zu drehen, muss man hier einfach nur an den mittleren Turm drehen oder dem höheren. Dann kann man halt die Zeit so mäßig zurückdrehen. Aber halt nur so eine fest eingestellte Zeit. Beide Zeiger drehen sich nicht selbstständig. Aber egal. Da kurbelt der Uhr auch schon gerade ganz da dran rum. Dann haben wir hier noch eine zweite Uhr. Und von hinten ist halt die Mechanik drin. Nichts Besonderes. Das ist auch in dem Fall fest, das Dach. Halt für den Uhrenturm oder so. So, das kommt dann hier wieder drauf. Ja, jetzt nehme ich das doch ab. Die beiden kann ich drauf lassen. Und ich muss das rausnehmen. Aber eigentlich kann man auch, wenn man dann den Stuhl rausnimmt, das so auffächern zum Spielen, würde ich sagen. Macht nur halt in dem Schloss, so wie ich es hinbaue oder hinstellen möchte, keinen Sinn. Da macht es mehr so einen Sinn. Außerdem stehen die mehr so, eh so im Krankenzimmer, wenn man die Filme kennt und nicht irgendwie so versetzt. Von daher habe ich den Stuhl hier als Stuhl für einen Besuch. Die Traverse lasse ich ja eh mal drin. So. Dann haben wir hier drei Betten. Eine Packung Bertie Botts Bohnen. Die hatten wir auch als Karte drin. Dann ein Beistelltisch mit einer Blume drauf. Und ein Beistelltischchen, wo nichts drauf steht. Da werde ich, denke ich mal, den Zaubertrank aufstellen zum Knochenwachsen. Aber ansonsten ist da auch nicht so viel Spektakuläres. Beide Seiten offen. Werde ich, denke ich mal, vielleicht so lassen. Muss ich mal gucken, wie ich das eh hin baue. Das Ganze, da ja auch noch etliche Räume
fehlen oder noch gar nicht erschienen sind, habe ich mir gedacht, werde ich auch einzelne Räume selber gestalten. Falls ihr da Ideen habt, welche Räume denn noch fehlen, könnt ihr es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, Raum für den Duellierclub oder sowas. Ich überlege gerade, wie wir es am besten jetzt stellen. Machen wir doch einfach mal das ab. Das Dach von Fluffy nehmen wir erstmal runter. Das heißt, wir können die zusammenstellen. Sieht so ein bisschen komisch aus von der einen Seite, aber ist mir gerade egal. Noppen, also hier mit den Technik-Pins. Technik-Bricks werde ich das später machen. Ne, was ist denn jetzt auseinandergehüpft? Was zu der Stufe? So. Dann haben wir das schon mal untergebracht, so ein bisschen. Da kriege ich das Systemchen drauf. Ja. Oder ist ganz anders. Egal wie ich es gerade drehe und wende, macht halt keinen Sinn, so ein bisschen. Aber ja, nee, macht keinen Sinn. Sondern das da oben. Wie gesagt, da fehlen halt nur noch einige Räume, damit es gut aussieht. Weil ich will eigentlich schön jeden Raum irgendwie machen. Und ja, mal gucken. Ja, jetzt habe ich es erstmal so. Den Ballon ziehe ich jetzt mal da drauf. Das kommt an die Seite. Wie gesagt, verpinnen werde ich das später noch. Da momentan einige Räume gar keinen Sinn ergeben oder das zu wackelig ist. Gut, dann lasse ich das mal so. Egal. Ach, der Wohnturm kommt hier. So. So habe ich es erstmal ein bisschen gebaut. Wird auf jeden Fall noch größer. Und ja, das ist über. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Falls ja, würde mich ein Like und ein Abo freuen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welche Ideen ihr noch so für Räume habt. So wie Duellierclub oder das ein oder andere Klassenzimmer. Die Videos zu den anderen Räumen, wie zu dem Hauptschloss oder dem Viehsafttrank oder Fluffy, schmeiße ich euch in die Videobeschreibung. Und ja, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Tschüss.